So. Einstellen brauche ich eigentlich nichts. Können wir nochmal noch ausmachen. Der ist im Ruhemodus. So, ja, gut. Also. In 7 Days to Die, da war ich ja noch ein bisschen unterwegs. Warte mal, den Spawn muss ich mal wieder einschalten. Ich habe nämlich ein bisschen rumprobiert. Und ich bin gestern 4 Stunden lang durch die Gegend geirrt und habe versucht, Werkzeugshops zu finden. Kannst du knicken? Ich habe nicht einen gefunden. Es gab dort 2 Apotheken, eine Bibliothek und gefüllte 5 Waffenshops. Brauche ich jetzt aber auch nicht mehr. Meine Magnum habe ich komplett. Warte mal. Ist erratet okay? Ja, ist okay. Na. Weg. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache was anderes. Ich gehe mal in die Stadt. Also, ich kann mal ganz kurz zeigen, wo ich gestern noch rumgelaufen bin. Ich habe halt hier den Weg genommen. Hab hier geguckt, was hier hinten so alles kommt. Hier ist dann nochmal eine Stadt gekommen. Da war dann wieder nichts drinne. Dann bin ich hier nach Süden. Hier, glaube ich, war dann. Nee, das ist nur eine Villa gewesen. Hier war noch eine Scheune mitten im Wald. Hier bin ich dann schon wieder zurückgekommen. Hier bin ich nach Norden. Also ich glaube, ich bin erst nach Norden und dann halt darüber. Da war, glaube ich, ein Shop, aber das war ein falscher. Dann bin ich hier rüber ins Grasland-Biom. Da ist dann nichts gewesen. Bin ich hier gerade hoch. Da war ich, glaube ich, beim letzten Mal schon. Da war ja auch nichts. Bin ich weiter hier nach Osten, habe hier eine Stadt gefunden, da war auch nichts drin. Dann bin ich hier wieder zurück. Hab den Fluss lang, also bin über den Fluss lang. Dann hier nach Norden, da habe ich wieder was gefunden. Das war aber nur eine Tankstelle. Dann bin ich weiter nach Norden, habe hier gar nichts gefunden in dem Biom. Hab hier in der Wüste nichts gefunden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier zuerst hoch oder dann nach unten gegangen bin. Auf jeden Fall bin ich dann weitergegangen. Hab hier eine große Stadt gefunden, nichts drin gefunden. Dann bin ich weiter hier nach oben. Das war, glaube ich, beim letzten Mal noch. Und irgendwo war doch noch sowas. War ich weiter nach Süden? Nee, hier unten war ich dann noch nicht. Und ich habe, glaube ich, gefühlte 10 Biome abgesucht oder mehr. Gefühlt. Und nichts gefunden. Hier überall nichts, 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 nichts. Ach ja, genau, hier oben und so ein Scheiß alles. Und das Ding hier. Auch nochmal noch eine Stadt. Naja, dann habe ich mir überlegt, Scheiß drauf, gehst du zurück in die Stadt, holst dir ein bisschen Scrap Metal. Wo ist denn die Zentralstadt jetzt hier? Weiter nach so und weiter nach Osten. Hier. Da habe ich halt ein paar Apartments auseinandergenommen, Anführungszeichen. Hab die Geländer da mitgenommen, weil die kannst du mit einem Schlag zerstören und kriegst das Scrap Metal draus. Und dann bin ich noch zufällig auf die Idee gekommen, ach, könntest du ja mal ein paar Autos auseinandernehmen. Du willst ja Minen bauen. Solche hier, Landminen und so ein Scheiß. Ja, guck mal hier. Ich habe eine Kettensäge und 2 beschissene Nagelpistolen gefunden. Das sind scheiß Autos. Es hat keine 5 Minuten gedauert, da hatte ich 2 Nagelpistolen. Eine Minute später hatte ich eine scheiß Kettensäge. Das ist gut. Aber es ist immer noch nicht gut. Noch nicht sehr gut, weil mir fehlt noch der Bohrer für den Rest. Jetzt kann ich zwar haufenweise ja, Holz zusammenfarmen, aber mir fehlt immer noch was. Und hier sieht man den ganzen Scrap, den ich da rausgeholt habe. Naja. Ansonsten, ich habe hier vorne den Teppich reingelegt. Das war's eigentlich. Bin rumgekommen, habe den Teppich reingelegt und das dann hier noch ein bisschen Essen gemacht. Ich weiß gar nicht, Trausi, kennst du die Magnum eigentlich? Ich glaube, du warst nachher nicht mehr da, ne? Muss ich mal ganz kurz schauen. Genau, hier war noch die. Da habe ich unterwegs noch ein bisschen Blei mitgenommen. Dann mache ich das mal noch. Und dann brauche ich jetzt eigentlich neues Schießpulver, wenn ich das richtig sehe. Werde mal hier oben. Da ist das Nitrate. Nehmen wir mal 60. So, Blei habe ich jetzt erstmal wieder genug. 104 Barren. Müsste schon ein Weilchen halten. Hier habe ich auch noch ein paar Bullet-Tipps und so ein Zeug übrig. Ach ja, hier ist auch noch ein bisschen Nitrate. Dann gib mir mal noch so ein Stück hier. Und mal schauen, wie viel ich da jetzt wieder rauskriege. Das müssten dann eigentlich 670 sein, ne? 660?
Ah, da fehlt noch ein Stück Kohle. So. Zusammen mit den Bullet Tips kann ich mir dann noch ein bisschen was machen. Und ich habe ja auch noch etwas Buckshot übrig. Das sollte dann soweit funktionieren. Jetzt muss ich aber nochmal sehen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Eisen, ne? Ah doch, hier sind noch ein paar Barren drin. Da sind noch 18 drin. Jetzt habe ich die Kohle weggepackt. Ich wusste, komm. Ja, zwischendurch ein bisschen geerntet habe ich noch. Habe mir ein bisschen Suppe gemacht. Müsste mir hier mal eigentlich noch eine Kiste hinstellen, wo nur Kohle drin ist, damit ich nicht mal rennen muss. Hier vorne noch die Laternen halt. Aber ich brauche unbedingt den Bohrer. Wenn ich den Bohrer nicht habe, kann ich hier vorne nämlich nicht weitermachen. So. Hier vorne die... Dieser Graben und so, den kann ich leider ohne Bohrer nicht setzen. Könnte schon, aber das würde dann halt wieder Jahrhunderte dauern. Gut. Ach, ich höre doch schon wieder Kreischer. Ich sehe nur keinen. Mond, geh auf. Beziehungsweise geh an. Mal ein bisschen reinhören. Okay, das hilft mir nicht. Ich sehe halt einfach nichts hier. Kein Kontrast im Monitor. Okay. Es ist blöd gerade. Es scheint wieder die Sonne. Es ist zwar relativ selten, dass hier mal in Nordrhein-Westfalen die Sonne scheint. Aber jetzt war es gerade tatsächlich so, dass ich es nicht gebrauchen kann. Shit. Hier sieht man nochmal ganz deutlich, dass ich hier vorne unbedingt mal ein paar Lampen hinpacken muss. Also wenn Tag ist, werde ich da unten dann mal die Klippen ausleuchten. Das geht so nicht. Wie viele können wir denn machen? Ich mache mal nochmal 180, 184 hier so. Und die Tipps da. Schrotmunition habe ich noch, reichlich. Also werde ich mir den Rest erstmal wieder reinpacken. Ist da schon wieder einer ins Wasser gefallen? Ne, die sind hier vorne. Na, die sind im Wasser. Ich will jetzt eigentlich nur ungern da runterspringen. Vielleicht kriegt er sich wieder ein und kommt hoch oder sowas. Es hält schon eine Weile da unten, deswegen ich gehe da jetzt erstmal nicht rein. Und ich muss auch nochmal gucken, was ich jetzt demnächst als Alternative zu diesen ganzen stinkenden Nahrungsmitteln nehme. Jetzt im Grunde genommen, die Kartoffeln sind noch mit die besten hier, weil die lassen sich leicht anpflanzen, davon kriegst du mal sehr viele. Und dann bist du sehr schnell bedient. So, irgendwas wollte ich machen mit dem Eisen. Ach ja, Nägel, genau. Ich weiß noch nicht mal, wie man Nägel herstellt. Ach, kann ich ja jetzt nicht. Ich craft ja gerade. Ach so, ich müsste mal noch umschalten hier. Ich spiele jetzt 7 Days to Die. 7 Days to Die. Jawohl, genau das. Ein bisschen eng hier mit dem Laptop. Update. Changes saved. Sehr schön. Denn mit der Nagelpistole kann man nämlich auch Nägel schießen. Die ist zwar nicht so praktisch, aber ich wollte mal gucken. Nails. Nail Mold. Brauche ich einen Mold für? Nee, dann nicht.
Das ist das Öl. Hier oben habe ich, glaube ich, noch welches. Ja. Oh, jetzt kommt die Horde. Das gibt's doch nicht. Bleib mal unten. So. Also ich muss mir dann noch, wie gesagt, überlegen. Ach ja, genau. Ich weiß ja, was ich mit dem Eisen machen wollte. Gitter. Damit ich hier runterschießen kann. Durch die Holzdinger geht das ja nicht. Könnte man auch Glasscheiben da, also Fenster dahin machen. Gitter sieht aber ein bisschen besser aus. Auch wenn die natürlich kacken viel Eisen brauchen. Wann das jetzt? Ist doch noch einer, ne? Ja. Den habe ich in den Boden integriert. Okay, jetzt haben wir schon wieder fast 3 Uhr. Das heißt, es dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Dann kann ich da auch mal runter. In der Zeit müsste ich eigentlich schon wieder 15, müsste reichen, oder? Nehme ich mal die Hälfte davon mit und mache mir mal ein paar Fackeln. So. Erstmal Essenszeit hier. Maiswachse. Ich brauche neues Brot. Und hier auch. Der Tee geht aus. Irgendwann setze ich hier vorne auch noch mal ein paar Fackeln rein. Dann sieht man die Horden in der Nacht. Auch wenn man kein abgedunkeltes Kellerzimmer hat. Warte mal. Da ist die Biene. Die hält mich still. Erwischt. EO 40, fast geschafft. Ja, ansonsten mit der Nagelpistole werde ich dann natürlich da oben mein Gebäude ein bisschen aufwerten können und mit der Kettensäge auch entsprechend Holz zusammenkriegen. Also es wird nicht mehr so lange dauern, wie ich befürchtet habe. Mit der Kettensäge geht das jetzt ruckzuck. Da gehe ich jetzt dann morgen früh direkt mal hier vorne an den Waldrand quasi und mache mir da mal ein paar Bäume weg. Ja, die Magnum ist richtig gut. Auf Distanz ist das Ding einfach nur tödlich. Es war ein bisschen schwieriger damit zu zielen als mit der Sniper oder so, aber die Sniper ist einfach nur Schrott. Ist halt so diese Kiddie-Waffe. Kann ich nicht mögen. Kann ich das Ding auch reparieren? Da brauche ich ein Waffenkit. Nö, dann lass es kaputt. Ich will damit ja keinen Schaden machen. Wie viel macht die eigentlich? Null. Cool. Was auch immer. So, die Landminen, die habe ich mir zurechtgelegt, weil ich gedacht habe, ich könnte sie vielleicht da unten ans Wasser legen. Wenn die Zombies dann nämlich da wieder unten reingehen, treten sie halt drauf und dann macht es immer Bumm. Ich habe es jetzt aber noch nicht ausprobiert, weil ich nicht weiß, ob man sie in Wasser legen kann. Kann nämlich gut sein, dass das Wasser die dann wieder kaputt macht. So ähnlich wie mit Fackeln oder mit Kerzen. Kriegt da schon wieder einer in der Nähe rum. Jetzt ist er ins Wasser gefallen. Könnte ein Crasher sein. Nee.
Es ist tatsächlich der Zombie, der vorhin die ganze Zeit im Wasser war. So, jetzt ist auch egal. Jetzt ist nämlich wieder Tag. Wo haben wir sie denn? Also da hinten ist einer, aber wo ist denn der hier vorne? Jetzt renn nicht weg hier! Gibt's doch nicht. Ach, da oben! Die ist also gar nicht interessant gewesen. Die hat da oben einfach nur ihren Spaß mit dem Lehm. Dann hätte mir doch einmal einer sagen können. Aber das kannst du halt nicht wissen, dass die, wenn es nachts ist, dann Zombies finden ist nicht so gut, nicht so eine gute Kombi. Gut. Ja, muss ich jede einzeln da reinpflücken. Mal hier vorne noch eine setzen. Bitte setzen, danke. Dann weiß ich hoffentlich, wenn sie hier... Aha. Was war denn das? Wenn sie hier vorne lang gehen. Und der Rest kommt jetzt da oben hin. Ich hoffe mal, die hauen die Fackeln nicht kaputt. So. Dann mal sehen, ob es in der Nacht reicht. Jetzt brauche ich aber erstmal Benzin. Dann habe ich noch eine Verabredung mit ein paar Bäumen hier. Ja, die mache ich nachher. So, jetzt bringe ich erstmal wieder die Fackeln weg. Ich weiß nicht genau, wie viel Holz ich da oben noch brauche. Es wird ein ganzes Stück sein. Und ich muss auch nochmal schauen, wie ich das hinkriege, dass ich da den Teppich in die zweite Ebene packen kann. Ich werde dann wahrscheinlich unten mit so Zäunen also die Decke verkleiden. Dann kann ich nämlich trotzdem oben Dinger reinsetzen. Ich muss halt nur darauf achten, dass ich dann halt hier irgendwie... Nee, das geht nicht. Da bin ich verdammt, Holz zu benutzen. Naja, muss ich mal sehen. Vielleicht finde ich noch eine Alternative im Creative-Dingens. Okay. Warte mal, der Sprit, der war hier oben drin. 16 sollten erstmal genügen. Ja, wo packe ich denn jetzt das Licht dahin? Ich würde sagen, hier. So, Kettensäge. Auch eine sehr gute Waffe gegen Zombies. Jetzt wird es natürlich ein bisschen laut dann, wenn ich da unten die Bäume weghaue. Ich weiß nicht genau, ob man mich trotzdem noch versteht. Früher war es ja so, dass sie so extrem laut wurden, dass du nicht mal mehr mit Leuten im Teamspeak reden konntest, weil das einfach so krass übertönt hat. Warum ist das hier jetzt neuerdings so milchig? Habe ich irgendwas eingestellt oder so? Aber ich habe doch die Sichtweite nicht runtergedreht. Na. Nun ja. Ach, guck mal, ein Fetti. Es sollte sich eigentlich gebessert haben, wenn man mich nicht versteht, beziehungsweise ich versuche einfach, während ich da absäge, nicht großartig zu reden, dann müsste das funktionieren. Muss aber nochmal ausprobieren, ob ich hier vorne... Ist doch der Nadelwald hier, ne? Ja, das ist der Nadelwald. Ob ich da ein bisschen Nadelwald abbauen kann. Und drüben dann mit den Nadelwald-Saplings ein bisschen Nadelwald pflanzen kann.
Ja, doch, das sind tatsächlich andere Saplings. Mit einer Füllung 2,5 Stacks. So, der kleine Exkurs, der hätte mich früher wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde gekostet. Wie lange war das jetzt? 2 Minuten? Also schon der Hammer. Wenn du Werkzeuge hast hier. Ja, das heißt natürlich, dass ich jetzt demnächst nochmal in die Stadt muss, um halt die ganzen Autos auseinanderzunehmen, um dann eventuell doch noch irgendwann diesen Bohrer zu kriegen. Das geht einfach sonst nicht. Also ich brauche da 3 Spatenschläge, um... um so ein Stückchen Erde rauszuholen und ich glaube 4, um ein Stück Stein rauszuholen. Und wenn ich das die ganze Zeit mache, da wird... Das dauert Äonen, dauert das. Kann ich nicht tun. So, jetzt habe ich aber Kreischer gehört. Die werden nämlich dadurch angelockt, dass man hier diese Dinge benutzt. Hier drüben. Es ist zu einfach. Aber ich habe lange genug dafür gebraucht. Ich habe es mir verdient. Okay. Erstmal ein so ein Ding umwandeln hier. 1024. Damit kann ich direkt 2 neue Bogen bauen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar schon überlegt, ob ich diese Kettensäge nicht quasi für einen kleinen theatralischen Moment benutze, indem ich einfach warte, bis eine Horde kommt und dann so ganz traurig den Stream anfange und nochmal zeige, was ich da gemacht habe und dann diese Kettensäge rauszuholen und dann ja, verrückt lachend die Horde auseinander zu sägen. Es hat nicht ganz funktioniert. Ich habe leider keine Horde gefunden und ich hätte die Aufnahme wahrscheinlich eher... halt so aufgenommen und dann auf YouTube hochgeladen, sodass es da nicht so ganz funktioniert. Weil ich nicht ganz genau weiß, ob mein schauspielerisches Talent reicht, um dieses verrückte Lachen spontan da so reinzubringen. Nach meiner Erfahrung eher nicht. Deswegen hätte ich das ganz gerne so gemacht, aber ne, jetzt ist eh zu spät. Ah, das sieht doch schon schicker aus hier. Ah, habe ich auch fast fertig. Ich könnte es eigentlich direkt mal ernten. So, ich werde jetzt hier beim nächsten Mal einfach die Mitte noch durchziehen. Erstmal ist es ja egal, der Schuppen, der braucht da keinen direkten Zugang. Wenn man normalerweise so einen Schuppen... Ach, guck mal, die haben nicht genug Sonne abgekriegt hier. Ah, hier sind noch nicht alle fertig. Hm. Dann muss ich noch ein bisschen warten, bis ich neu anpflanze. Was wollte ich sagen? Genau.
So einen Schuppen, den erreicht man normalerweise auch nicht unbedingt mit so einem direkten Weg, den man sich dahin baut. Insofern ist es, glaube ich, kein Problem, wenn ich das einfach mal so auslasse. Hier. 3 Minuten. Ja, komm, sind wir mal verschwenderisch. Nehmen wir mal hier ein paar Baumstämme. Wir können es uns ja jetzt leisten. Ist hier ein Zombie oben? Ich höre immer Schritte, aber es sind dann keine. Na gut. So, jetzt zeige ich dir auch nochmal direkt den Vorteil von diesem Ding hier. Ich drücke nur einmal ganz kurz links, rechts meine ich. Fertig. So schnell geht das. Das muss ich von draußen machen. Das geht dann leichter. Und ich muss sowieso noch die ganzen Aufwertungen, weil ich brauche ja noch die Stützen hier. Die mache ich ja doppelt, damit die wie Stützen aussehen. Tralala. Das ist einfach genial. Ab und zu sind mal ein paar Fehler jetzt drin. Da scheiße ich drauf. So. Wie weit sind die? Achso, die habe ich ja durch. Dann mache ich gleich den nächsten Stack. Den anderen verbrate ich jetzt und dann kann ich mir dann da quasi direkt diese Dinger draus basteln, die Frames. Um weiterzumachen. So, der muss noch. Der da oben auch noch. Da komme ich nicht ran. Scheiße. Weil wir haben ja noch eine Kettensäge. Das heißt, diese Doppeltaufrüstungen kann ich ganz einfach wieder rückgängig machen. Einmal draufziehen. Und dann ist gut. Das geht übrigens mit allen Materialien, die man aufrüsten kann. So. Ja, das sieht noch okay aus. Hier irgendwo war doch noch ein Fehler gewesen. Da drüben? Nee, hier. So, natürlich kann diese Pistole nicht nur aufwerten, man kann damit auch reparieren. Scheiße. Man sollte natürlich aufpassen, was man da repariert. Gut, so jetzt hier nochmal durchziehen. Ach, das ist das Dach wieder, ja. Wie hatte ich das denn hier? Ich glaube, da habe ich mir einen Frame gemacht und bin dann da drauf gesprungen, ne? Ja, irgendwie so war das. Hier fehlt doch noch einer. Ein bisschen groß, die Tür. Okay. Mach die mal noch kaputt. Jetzt brauche ich eh wieder Frames. Aber so viele sind es gar nicht mehr. Habe ich nicht noch ein paar? Zwei, ja. Ich habe ein paar. Ich würde sagen, ich mache mal noch einen Stack voll, einen 64er. Und gut, jetzt ist es ein 66er. Ja, Horde.
aber klein. Eine kleine Wanderhorde. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwas gebracht hat, das jetzt nochmal auf Disable zu stellen, den ganzen Spawn. Weil ich das Gefühl hatte, mit so zwei, drei Horden an einem Tag, oder innerhalb von einer halben Stunde halt, dass es viel zu viele waren. Ich habe halt gelesen, wenn man das auf Disabled setzt, einmal ganz kurz quasi, für eine Aufnahme oder für eine Session, und dann wieder normal macht, müsste es wieder gehen. Ich glaube, die Aufwertung hier ist verkehrt, ne? Inwiefern sich das jetzt hier auswirkt, weil die Horde jetzt gerade eben relativ klein war, wird sich zeigen. So, dann oben weiter. Ach nee, warte mal. Doch, ja, der baut da noch ab. Beziehungsweise macht er noch fertig. Also ziehe ich hier oben mal durch. Ach so, Trausi, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Kannst du mal auf meinen YouTube-Channel gehen und gucken, ob du oben meinen neuen Banner richtig sehen kannst? Ich versuche im Moment nämlich so einen Banner für die PC-Version meines YouTube-Channels zu basteln. Und ich weiß nicht, ob der bei allen PCs gut sichtbar ist. Zumal ich bin eigentlich mehr so nur so semi-zufrieden mit dem, was ich da gebastelt habe, weil ich kein guter Grafiker bin. Und ich kann mir auch nichts zeichnen und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss auf andere Tricks zurückgreifen. Ich wollte einfach mal von einem anderen hören, ob man das da relativ sehen kann. Also relativ gut, plus, minus, bla bla bla, was auch immer. Damit ich weiß, ob das so erstmal passt. Okay, hier kommt dann die Tür hin. Das heißt, da oben müsste ich noch so einen Block hinsetzen. Einmal brauche ich noch. Eigentlich, wenn ich da die Tür hin mache, müsste ich doch hier... Warte mal, das nee, da muss ich nochmal den Dingens ziehen. So, die nehme ich... Nee, nicht die. Dann mache ich das so. Und dann ist es quasi hier so ein kleineres Fenster, aber hier das große, und dann kann man hier noch trotzdem rausgucken. Ach ja. Was ich jetzt trotzdem noch machen werde, ist hier einfach mal den Baum fällen. Und den hier. Weil ich hier eine Pinie hinstellen will. Mal gucken. Vielleicht sieht sie auch gut aus. Dauert zwar jetzt wieder ein halbes Jahr, bis sie gewachsen sind, aber es macht nichts. So, die wollen immer noch nicht. Das heißt, hier sind noch 6, 7 Stück. Plus 7, dann hätte ich 68. So. Na, scheiße. Machen wir erstmal 60. Die pflanze ich erstmal wieder an, dann. Schaut gut aus, alles klar. Dann passt es ja. Ich muss nur noch irgendwie hinkriegen, dass die Leute die Verbindung zwischen meinem Elder Scrolls Charakter und dem Panzer verstehen. Im Grunde genommen ist es ja nicht schwer. Das eine Ding nennt sich Panther. Und das andere sieht aus wie ein Panther. Da habe ich gehofft, wenn ich das vielleicht so ein bisschen an die Seiten setze, dass ich dann die maximierte Version von dem PC-Banner noch so ein bisschen ausschmücken kann, sonst wären die Ecken nämlich leer gewesen. Ach, da sind ja auch noch welche. Ah, okay, dann reichen die 60 wohl. Ach nee, warte mal, hier in der Mitte, die habe ich ja vergessen. Ah, ich mache das jetzt Pi mal Daumen. Wenn hier was übrig bleibt, dann mache ich die nochmal rein. Und ich habe auch lange überlegt, was ich da noch reinpacke, aber der Panzer, der passt eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ich halt War Thunder spiele und World of Tanks eigentlich auch noch immer gespielt habe. Jetzt allerdings nicht mehr so sehr. Und falls irgendjemand da irgendwas gegen hat, dann ist mir das egal. Dann kann er mich echt am Arsch lecken, weil es ist nur ein verkackter Panzer. Ich bin halt
Also ich mag deutsche Ingenieurskunst. Jetzt die aktuelle, die ist nicht mehr ganz so toll. Aber die von damals, da stehe ich halt zu. Und der Panzer, der war eigentlich relativ gut, deswegen, es sieht auch gut aus. Deswegen sage ich da auch nicht nein zu. Zwei sind übrig. Die kann ich vielleicht hier drüben noch hinpflanzen. Eventuell platzen sie mir, aber das wird sich dann zeigen. Ach so, das mache ich noch. So, 42 Wasser brauche ich dann bitte. Oh, ich müsste mal wieder Wasser aufkochen, sehe ich gerade. Meine Venison Stew ist fertig. Theatralisches Zischen. Ah, gut, jetzt weiß ich wieder, warum ich da so viel Kohle im Inventar hatte. Der eine Stack hier, der 28er, der gehört nämlich hier rein. Da habe ich das nämlich schon mal gemacht. Da brauche ich nicht so weit laufen, wenn ich dann hier die Kohle rausnehme und dann hier direkt kochen kann mit. So, Venison Stew werde ich mir noch nicht machen. Die Kartoffeln brauche ich auch nicht. Der Meister da ist, der bleibt da drin. Das heißt, die Kohle kommt erstmal wieder hin. Und das Essen. Eigentlich könnte ich das Essen ja komplett in den Kühlschrank auslagern. Wozu habe ich die? Dann kann ich hier noch mal irgendwie eine andere Kiste hinbauen. Würdest du drauf schließen? Alles klar. Dann ist das ja auch gar nicht mal so eine schlechte Idee gewesen. So, die sind okay. Was ist das denn? Wer ist denn Rix Kitty Bella 327? I'd like to add you. Wetten, es ist wieder so eine Pornolog-Falle? Gucken wir mal rein. Wir gehen mal live ins Internet und gucken da mal drauf. Möchte mich im Skype adden. Ist leer. Wer ist denn das? Gib mir das mal hier auf den anderen Monitor, damit ich sehe, wann die Antwort kommt. Und dann räume ich mal hier weiter auf. So. Die Pelze kommen da oben rein. Das Benzin kann ich eigentlich noch behalten, dadurch, dass ich ja das Teil hier immer dabei habe. Die Pinien-Dinger, wo habe ich die eigentlich? Hier, genau. So, dann brauche ich jetzt das Eisen. Wenn ich neues Scrap brauche, muss ich halt wieder in die Stadt, aber ich brauche jetzt erst einmal Barren, damit ich mir da Rohre draus machen kann für die Mauer. Jetzt bin ich gespannt, wie viel ich aus einem 64er Stack rauskriege. 32. Das ist nicht sehr viel. Na, dann lasse ich mir noch zwei übrig, dann kriege ich da 115. Dauert eine Viertelstunde. Ein bisschen kriege ich da schon mit hin, ja. Antwortet nicht. Versuch's nochmal auf Deutsch. Kennen wir uns? Es ist gut möglich, dass es irgendjemand ist, der mich kennt. Ich bin ja hier und da, habe ich ja meine Skype-Dingens da hingepackt, damit man mich kontaktieren kann. Eben in Bezug auf Dinge wie Elder Scrolls Online. Aber wenn man mir nicht dann reinschreibt, wer was ist, also wer man ist, dann kann ich auch nicht garantieren, dass ich die Leute dann entsprechend eintrage in meine Freundesliste. In meine Freundesliste kommen nämlich dann tatsächlich nur Leute, mit denen ich auch in Kontakt bin. Ich bin kein so ein Personensammler, der dann da 100 Leute, 100 Kontakte drin hat und mit keinem von denen mehr redet. Ich misste mal regelmäßig aus. Aber da mir nichts mehr jetzt hier großartig als Antwort geschickt wird, hat sich das wohl auch erledigt. Ach ja, was ich noch gemacht habe, ist hier vorne das Stück zu erweitern. Sieht eigentlich gut aus, ne? Also dafür, dass es hier früher mal nur so ein hässlicher Hügel war, sieht die Ecke eigentlich echt gemütlich aus mit dem Gedönse jetzt. Obwohl da jetzt natürlich kein Strom da ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. Guck mal, wir haben Bilder an der Wand. Ach ja, jetzt muss ich ja da ein neues Ding ins reinsetzen. Dann komme ich das ist.
Brauche einen Kochtopf. Habe ich noch einen? Ich habe noch einen. Gute Sache. So. Kochtopf. Murky Water, Murky Water, Murky Water, 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 Water.